Das sind Ausschnitte und Fotos von ihren verschiedenen Ateliers. Es hat angefangen am Rhein in den Mühlen, über die Ateliergemeinschaft in der Neustadt, im vorderen, mittleren und hinteren Mühlental. Gut sieht man auch, wie sie vor allem bei den grösseren Formaten gern auf dem Boden geschaffen und gemalt hat. Schön, dass ich nochmal vorbeikomme zum Bildern anschauen. Ich freue mich sehr. Und da ist jetzt wirklich die Kombination, der Übergang von dem Gestischen zum Strengeren und zum Geometrischen, wo wir dann in späteren Werken sehen. Und das ist für mich ganz eines der stärksten Werke, finde ich, weil der Gegensatz von dem dunklen bis schwarzen Hintergrund, also anthrazitfarbigen, und dann der Gegensatz, die Frechheit, schwarz mit weiß draufzusetzen. Da finde ich eine extreme Spannung, obwohl das Bild ja im oberen Teil sehr ruhig ist, aber unten kommt eine Dramatik über mit dem Punkt, mit dem Balken und der Rest der Schrift. Oder die rote Linie ist so ein wie eine Lebenslinie, wie eine Fortsetzung von einer Lebensader, die in allem Düsteren trotzdem vorhanden ist. Wir sind hier im Stegenaufgang zu ihrem Dachatelier. Und das ist ein spezieller Ort, weil sie hier eigentlich alle ihre Bilder quer und hoch aufgehängt hat. Und sie ist wie eine Werkschau von ihrem ganzen Leben. Jetzt kommen wir ins Atelier. Hi! Da sehen wir sie noch als Modedesignerin. Sind die entstanden in Paris vor allem? Also das ist ein Großteil von denen ist wirklich dort entstanden. Sie ist zu diesen Bouquinists, in Brockenhäuser und so, und hat irgendein altes Buch geholt. Und dann hat sie mit denen jede Seite hat sie die übermalt. Und jedes hat eigentlich ihre Geschichte. Also, sie kommt mir wirklich vor wie eine Musikerin, die statt Töne kreiert und Rhythmen, macht sie es einfach mit Gestaltung. Das ist ja eine unglaubliche Fantasie, die sie offenbar für das Gestalterische hat. Ja. Also es ist jedes Bild ist wieder eine Überraschung und ein bisschen wieder ein bisschen anders, wieder eine neue Form. Das ist eigentlich so ein Ausschnitt aus ihrem ganzen Leben. Also das ist ihre Vielfalt und jedes Bild entspricht ein bisschen einer Phase von ihrem Leben. Also von freier Malerei mit Linien, dann Collagen, strengere Bilder. Dann eben da vorne, das ist ihre Karte, die sie den Leuten geschickt hat, Paris. Das war so ihr Eindruck, so die Freiheit.